Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute in Lemgo und sind aus allen einzigen Gründen, und zwar No Limit von Regen, Monia Furioso, und den haben wir auch direkt gleich mal. Skipping all the heartaches, skipping all the no-goes, looking for somebody tonight, I'm riding solo. Skipping all the heartaches, skipping all the no-goes, looking for somebody tonight. Wir haben hier unter anderem auch den Musikexpress von Arif und Noah stehen. Da gibt es eine Story zu dem Bus der Autoscooter. Da standen nämlich dieses Jahr auch auf dem Schützenfest in Arnsberg und haben einen Aufbau gesehen und wussten, ob das jetzt ein Musikexpress oder ein Autoscooter ist, und dachten, das wäre ein Autoscooter. Also ist das jetzt unser Autoscooter Musikexpress etwas. Der Platz ist nicht ganz so groß, aber es ist unfassbar kalt. Wir haben minus 2 Grad, auf dem Weg hierhin lag überall Schnee. Mal gucken, wie wir den Tag verbringen. Wahrscheinlich nur am Essen mit Glühwein und mit Fahrgeschäft, um es warm zu halten. Für 6 Euro von nur ungefähr 2 Minuten, das ist echt krass. Besonders ist halt, dass ihr überhaupt Kopf durch den Bahnhof knallt und was da für Kräfte auf euch wirken, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist kein normaler Propeller. Ein Furioso von Monial fährt sich unglaublich intensiv. Ich würde immer wieder fahren, auch wenn ich nur 2-3 Minuten damit fahre. Aber generell längere Fahrzeiten habt ihr eher selten drauf. Also habe ich eben noch richtig Glück gehabt, mitgefahren zu sein, weil jetzt anscheinend fällt da gar nichts mehr heute. Und ich bin ja nur deswegen hier und anderthalb Stunden hier hingefahren, weil das schon etwas ärgerlich. Ich bin das letzte Mal gefahren in das Dorf aus der Karnauer Kirmes 2020. Deswegen kenne ich ihn auch. Eclipse, der öfter in Frankfurt steht, ist auch recht cool. Bin ich aber noch nicht gefahren, nur von den Hörern sagen, weil das auch sehr cool sein soll. Ich bin gerade den Dance-Jumper gefahren. Der hat letztes Jahr Premiere gefeiert in den Niederlanden. Das ist Melting-Jump, genauso wie der Wusel-Jumper von Stefan zum Beispiel. Das kostet aber 1 Euro weniger und hat massiv bessere Fahreigenschaften. Das ist eigentlich alles geil. Die Umdrehungen sind krasser. Das Erdbeergefühl ist mehr da und er fährt auch viel besser, wie ich finde. So, jetzt geht's auch wieder was. Einmal wieder auf. Der
war der erste Streich und der zweite wird sie gleich andersherum mit euch her. Und los! Also minus 3 Grad ist dann doch ein bisschen zu kalt für eine Kirmes. Ich bin zwar warm angezogen, vielleicht hätte ich meine Winterstiefel, die ich eigentlich für eine Schneewanderung geholt habe, anziehen sollen, weil meine Füße sind arschkalt. Ich spüre meine Hände nicht mehr, obwohl die Handschuhe drüber sind. Mein Kopf geht's gut, beim Hals geht's gut. Ich spüre meine Lippen nicht mehr. Das dürfte man auch hören in meiner Stimme und in meinem Sprachstil. Und ja, wenn es regnet und schneit, sonst was würde, also auf jeden Fall schneien bis zum geht nicht mehr. So kalt ist es. Und gehen jetzt nach Hause und ziehen uns morgen noch wärmer an. Morgen geht's ins Toverland und dann wollen wir nicht 8 Stunden lang komplett tot gefroren werden. Gut, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal.